Willkommen und hallo ihr Truckstop-Fans. Heute spielen wir mal wieder eine Runde 2D-Racing-Gedöns. Und zwar mit Ekemi. Richtig. Ja, im Konvoi dabei sind der Shadowrunner. Mit dem Maschendrahtzaun. Und der Bacon. Ah, super, ich hab jetzt einen Ohrwurm von... Hallo, guten Morgen, Deutschland. Was? Ja. Wie hieß denn der? Das war so ein. Der hat immer so Trucker-Musik gemacht. Ja, sehr lieb. Ja. Oh. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf die Arbeit, Kunde. Ja, ich wollte gerade sagen, die Strecken sind viel zu schmal für diese Gefährte. Das hat gleich ein richtig geiles Gebumse im Rennen, glaube ich. Ah, die Haarnadelkurve geht aber. Ja. Geht so, ne? Ach, da geht's dann. Eher mein Problem. Ja, dann versuche ich das jetzt in der zweiten zu regeln. So viel zu dem Thema. Weißt du, ich war da in Ontario, war Kanada. Weißt du? Ach, egal. Oh nein! Ja, was habe ich hier? Das ist easy. Immerhin Vierter. Und mein Ziel gekommen. Ja, da hat sich der Orange direkt mal gedacht, das zahle ich dir zurück. Das hat man genau gesehen. Das war so ein, ja, das mache ich jetzt auch. Du meinst das? Zum Beispiel auch? Oh. Okay, Shadow, wir sollten einfach mal dafür sorgen, dass Jack nicht zu viel Abstand kriegt. Ja. Du gewinnt die sonst nachher noch Oberwasser. Das ist Kanada, da kann ich nicht spielen, geht's mal bergab. Ja, wir geben uns jetzt Windschatten. Der Schummel voll. Der Schummler. Wir müssen auf jeden Fall gut fahren, weil wir holen hier auf. Ja. Alles unser Skill. Ey, diese Kurve kriege ich nie hin, ne? Der Falk hat jetzt nicht mehr so viel Vorsprung. Gut. Nicht mehr so viel meinst du, du bist der Erste. Ja, aber ich bremse ihn für dich aus. Finde ich sehr gut. Ich glaube, jetzt ist er doch wieder Erster. Bacon! Sorry, aber da ist mein Auto halt so ein bisschen... hat dann nicht mehr die volle Kontrolle. Ist ja fast so, als würdest du hier einen LKW fahren. Ja. Hallo, Schalt. Ich glaube, du hast deine zulässige Lenkzeit schon überschritten. Ich glaube, du musst mal eben anhalten. Ja, ich suche mir jetzt gleich einen Parkplatz. Geht sofort los. Okay, parkieren. Ach, ja. Alles doof. Ja. Entschuldigung, dass ich die Strecke eben auswendig kann. Österreich. Ja, wird entschuldigt. Wo geht's denn hin? Nach Österreich. Wie wir alle den Dialekt total gut drauf haben. Total. Oh, guck, ob sie noch haben, haben wir doch. Mhm. Ja, die auch noch. Ja. Und danach kommt, was immer das für eine Kurvenart ist. Die Boxen besser fahren. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Ja, aber hier geht es eigentlich. Naja, hätte man auch versauen können. Ganz gut vermeiden.
Also ich glaube, meine erste Runde war besser. Ja, meine erste Runde muss besser gewesen sein. Ja, du bist Erster. Ja, nur nach dem Qualifying. Aber ich kann mir meine Biografie schreiben, ich habe schon mal ein Rennen gewonnen. Sprich, ich habe alles erreicht, habe keinen Druck mehr. Danke. 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 Ich glaube, das Schlag wollte nicht ein paar Büschen. Was? Nein. Ich wollte eigentlich die Kurve ganz normal fahren. Hat aber nicht funktioniert. Der Grüne. Brauchen wir schon wieder. Ist denn, hat das denn damals so bei Just Burns vom 1 gelernt, dass man Gegner auch mal als Bremshilfe benutzen kann? Das ist voll legitim. Aber nicht. Natürlich, bevor ich einen Unfall hab. Haben lieber die anderen einen Unfall, ja. Ja, ich mach sie ja nicht schneller. Die werden ja auch abgebremst. Ja, das habe ich gemerkt. Problem ist, wenn du dort als Erster mit minimalen Vorsprung in die Kurve gehst, dann bist du danach halt nicht mehr Erster, weil die hinter dir, die nutzen dich dann ja einfach als Bremsblock. Ja. Voll legitim. Okay, deswegen lade ich euch jetzt mal vor. Absolut. Ah, deswegen hat der Ferg mich jetzt hier wieder vorgelassen, oder wie? Nein, das will ich nicht machen. Ich kann doch gar nicht so taktisch fahren. Ach. Rausgetragen wurden. Was für ein Rennen. Mir tut die Hand weh. Ja. Mir tut aber eher alles heute weh, von daher. Okay. Okay. War das nicht gerade eben schon? Ja, aber die andere Strecke. Nee, ja, das ist die andere UK-Strecke. Wahrscheinlich Brands Hatch oder wie auch immer das heißt. Nee. Was gibt's noch? Ich glaube, das ist. Warte nicht. Jetzt sag nicht, das ist Silverstone. Das hast du schon bei der letzten Strecke gesagt. Ja, aber das sind wir mir auch sicher. Aber das könnte auch Silverstone sein. Nein, das ist aber nicht. Ach, du meinst, das ist die lange Silverstone-Variante? Ja. Beim Brands Hatch war das erste Rennen mit dem Unternehmen. Mit, ja, Brands Hatch war vor allem auch Toka, Touring Car Championship. Ich komme. 98, glaube ich, hatte ich mir das geholt. Mit einer 3DFX-Grafikkarte sah das echt richtig shit aus. Da ist noch DTM 2, habe ich total ewig lang gespielt und richtig gesuchtet. Und dabei war das. Da gab es viel, viel mehr Rennserien als die DTM in dem Spiel. Ich hatte Grand Prix irgendwas, da gab es sowohl eine Brems-Gas-Assistent als auch einen Lenkassistent. Sprich, ja, du hast eigentlich gar nichts gemacht. Die Geoff Gorman, Formel 1-Dinger, die haben ja irgendwie 10 zuschaltbare Assistenten. Ja. Ist eigentlich ganz gut gewesen, fand ich damals. Also vor allem, ja, das Fiese bei dem Bremsassistenten war, der bremst aber nur in Kurven, nicht wenn Gegner vor ihm. Vor allem drück mal ready. Was ist hier noch mal eben analysieren, meine Statistiken und so. Moment. Ja, beide gleich viele Punkte übrigens. Ja. Ja. Werden wir nach dem Rennen wohl nicht mehr haben. Sein, wir schaffen es gleichzeitig über das Ziel zu fahren. Oder beide keine Punkte. Oder bekommt auch der letzte Punkte. Ja, auch der letzte bekommt einen Punkt. Okay. Glaube ich zumindest nicht. Zumindest der vorletzte kriegt einen Punkt. Alter, ey. Das war mal ein richtiger Kackstart.
völlig grundlos hier rausgedrängt worden von den Typen. War ich es? Nee. Mal gerade abgekürzt. Ah, jetzt bin ich wieder mit dem roten. Oh, Scheiße. Ja, vor allem bist du ja nicht nur mit dem roten, sondern du bist ja noch mit dem orangen und dem weißen. Ey, nichts gegen den weißen, der ist super. Ja, ja. Geht zum weißen Mann, der sagt dir wenig. Nee, das war der weise Mann. Ja. Das habe ich auch so gesagt, Steffen. Ja, aber. War das eigentlich. Habt ihr in der Grundschule auch im Sport gespielt? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ist das nicht eigentlich voll rassistisch? Weiß ich nicht, was ist das? In der Turnhalle, wo du irgendwie vor einem wegrennen musst. Das hieß Fun. Nee, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Nein, das haben wir mit Wasserflut gedöns gemacht. Wasserflut? Flut. Das ist, wenn viel Wasser kommt, das ist dann Flut. Das spielt man im Sportunterricht. Ja. Kenn ich nicht. Das ist dasselbe nur ohne schwarzen Mann. Achso, stattdessen, wer hat Angst vor der Flut? Niemand. Und wenn sie kommt, dann laufen wir. Okay, verstehe. Genau. So in der Art, genau. Also das habe ich letztes Mal im Grundschul gespielt, deswegen weiß ich die Feinheiten nicht mehr, aber. Wir wissen ja, es ist mega realistisch, vor einer Flut davon zu laufen. Mhm. Ja. Das ist wie mit Slav, der Fußboden ist Lava. Du würdest eigentlich an ihn dämpfen und der Hitze sofort krepieren, aber solange du den Fußboden nicht berührst, überlebst du. Ja. Kannst du mal gehen, kannst du mal, ich brauche mal hier. Ich muss hier vorbei, weißt du? Ja, Entschuldigung, ich habe Terminlieferung. Oh, die beiden Fetten hier vor mir. Schlimm. Gut. Nächstes Rennen, Germanie. Ah, was schön. Alemannia. Früher war es schöner. Früher war alles besser. Die Rennstrecke war nicht. Vorher wären wir die noch nie gefahren. Das auch. In der zweiten Rennserie. Er war mit Motorrädern, deswegen kommt mir das so anders vor. Ja. Motorräder, dann hatte man wenigstens noch Platz auf der Strecke. Ja. Nein, Mauer. Oh, die zweite Runde wird wirklich besser. Da hätten wir auch ein bisschen mehr Boost in die Dimension kommen. Ja. Naja. 0,79 Sekunden Vorsprung. Das hat gar nichts zu sagen. Im nächsten Rennen. Ja. Vor allem, du hast die Innenposition. Und Fiat ist direkt hinter mir. Ich hab Pech. Kleine Made. Ja, natürlich. Nein, aber ist doch klar, dass ich da nach innen ziehe. Weil sonst. Danke. Wahrscheinlich hat mir gut um die Kurve geholfen. Das wäre da irgendwo wieder raus. Ja, gern geschehen. Getragen worden. So wie da. Oh Gott, nein. Ah, was macht denn? Ich hasse euch, ich hasse, ich hasse euch! Denn du bist auch viel weiter weg als sogar nicht in unserer Nähe. Kannst du doch ganz frei fahren.
pusht Frau Fröhlich frei ans Werk. Ja. Wer war das, ne? Was? Pusht Frau Fröhlich frei ans Werk? Oberstudiendirektor Taft, hallo! Banause. Ja. Ja, du klingst aber gar nicht wie der, deswegen kamen wir da nicht drauf. Ah. Da war Uschi Glas noch jung. Ja. Da hatte sie noch nicht ihre eigene Kosmetiklinie. Da brauchte sie das noch nicht. Boah, schade. Ich dachte, war mal ein Versuch wert. Ja. Guck mal, wie wir mich rausdrängen. Mein Auto ist groß. Ja. Ey, was soll das denn? Weißt du, besorgst du ein Auto? Du hast auch eine Bremse, oder? Echt? Brauch mal in diesem Spiel, aber nicht. Wenn ich mit diesem LKW unter 90 Meilen fahre, dann explodiert er. Ja, verstehe. Ach, Shadow verkackt gleich eh noch mindestens eine Kurve. Ja. Ja. Nein! Jalk! Das war eine Mauer! Kacke. Ja. Ja, krass, vorm letzten Rennen, innerhalb von 2 Punkten. Ich will nicht. Das ist ja Drama, das lässt sich ja gar nicht überbieten. Ja, was wir jetzt schon machen können. Spürst du die Anspannung? Nee. Bevor es nach Hungary geht. An Balaton. Außerdem, das war außerdem das erste Rennen, was ich in Formel 1 2017 damals gewonnen habe. In unserer Season. Du so merkst. Ja. Ja, so die wichtigen Sachen. Nee, ich wollte gerade sagen, ich behalte den Kopf frei für andere Sachen. Gott sei Dank, keine Ahnung, aber. Das, ja, habe ich. Nee, das weiß ich. Nee, da haben wir was dran. Das Hochzeitstag ist ein Feiertag, deswegen habt ihr frei. Nein, da haben wir frei. So haben wir Urlaub. Ich bin mein ganzes Turbo nicht losgeworden. Ich schon. Hm. Ja, jetzt bin ich auch nicht losgeworden. Ich glaube auch, dass die erste Runde nicht komplett scheiße war. Nein, aber gut. Plus 1, ja, die zweite habe ich jetzt fast aus. Also bei der Strecke doch ein bisschen schwindelig. So viel zu, die erste war okay. Was? Ja, vielleicht ist eindeutig der bessere von euch beiden. Ja, ich bin so schnell gefahren, ich bin so schwindelig geworden. Dann ist Falk jetzt ja der Favorit auf dem Gesamtsieg. Ja. Weil ja. Denkt dran, wer von uns dreien am weitesten vorne ist, nach diesem Rennen, der hat die Meisterschaft gewonnen. Weil ich glaube, wir haben irgendwie 26 Punkte Vorsprung. Also solange wir nicht 16., 17., 18. werden. Der rote ist wieder da. Ja. Der blaue auch. Und der weiße oder grüne auch. Wollte mich der Chevy gerade in die Boxengasse schieben, als er schießt. Also was würdest du ja nicht machen? Ja, was ist denn mit Absicht? Das gibt's da. Ey, was nicht. Macht denn der Orange da? Auf Rot fahren. Ein bisschen weniger Gas geben sollte. Nein! Ich glaube, Gas war richtig scheiße.
So schnell kann das gehen, muss man gar nicht abziffern. Oh boy, ei, ei, ei. Nein! Ach, scheiße, habe ich mich vielleicht verpasst. Ich meine, Gott sei Dank, wir hätten hier einen Gramm. Ach, nö. Mir ist ja unangenehm. Äußerst. Hätte ich tiefstes Bedauern verspürt. Mutter ist tief. Was? Deine Mutter ist tief? Ja, wegen tiefem Bedauern. Wow. Das war nicht so gut. Krass, wenn der Shadow das jetzt durchzieht. Nee. Dann schub sie weg, schub sie weg! Mist, das hast du mir nicht gesagt, dann hätte sich ganz so arschig gewirkt. Gut, gut! Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, und zwar in der Folge von Bacon, wie unfair das war. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich fahr das erste Mal Auto. Guck mal, unsere, unsere Bestzeiten auch nur 0,01 Sekunden auseinander. Da habe ich jetzt nicht geschaut. Seid ihr noch? War ich auch in der Drehe oder? Nee. Nee, ich war langsam mal. Also du hast auch eine 30er Runde gefahren, aber 30-45 und wir haben 30-12 und 30-13. Okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Auf denn. Tschüss.